Da war es auch wieder mit den Batterien. Och, geh doch mal rein. Hey. Oh, ein bisschen leiser geht's auch, oder? Du Tölpel. Oh, endlich war wieder eine Batterie. Endlich mal normale Leute. Ah, was? Oh, jo. Hier liegt der Schlüssel. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr rein. Nix. Jetzt hat er so einen Schiss, dass ich den... Mann. Was machen wir jetzt? Der will jetzt hier nicht mehr die... Der will ja nicht, mehr drücken. Okay. Ja. Muss ich jetzt wieder zurück oder was? Ach, der hat uns hier oben aufgemacht. Oh. Digga, du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Dankeschön. Christian. Moment. Ich muss zurück. Irgendwas uns überrascht. Ecke. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, springen. Du bist auch, du kannst auch nicht. Blutvoll. Das müssen wir wieder hier hoch. Also wenn das hier ist, dann müssen wir da auch irgendwie lang. Da ist ein Fenster, Moment. Aber ich glaube nicht, dass uns das weiterhilft. Ich muss sagen, der Beam hat aber eine ganz schöne Stärke, um das darüber zu projizieren. Okay, es geht immer von vorne los. Oh, jetzt haben wir es. Ich wollte eigentlich, dass er sich am Fenster hochzieht. Kann man das Ding mal ausstellen? Jetzt ist hier die Tür offen, oder was? Willst du mich ärgern? Finde Vater Martin in der 3. Etage. Ja, das heißt, wir müssen hinterher wieder zu dem Ding zurück. Wieso habe ich aber gerade das Gefühl, dass das nicht gerade gut kommt? Die Frage ist, was jetzt hier lang? Nee, hat aber sich wahrscheinlich eingeschlossen. Ah, ne, war vorher schon zu. Okay, alles klar. Meine Fehler, mein Fehler. Da verstecke ich mich wieder. Wir wissen ganz genau, wer das ist, ne? Ja. Ich krieg Gänsehaut, das ist nicht mehr normal. Man achtet nicht drauf und dann schon wieder so was, ey. Komm schon hier rein und geh hinten durch. Der ist irgendwo, ich glaube da hinten oder neben uns. Kommst du jetzt hier rein? Es zahlt sich aus, auf jeden Fall in dem Spiel zu warten. Ich guck dir gerade die Kamera an. Also irgendwie sieht das aus, als wenn die schräg ist. Ein bisschen merkwürdig. Oder ich habe auch was mit der Optik. Noch ist er hier irgendwo. Er sucht uns wahrscheinlich vom letzten Mal auch da, wo er uns nicht gekriegt hat. Aber ganz knapp, ey. Das war so knapp, ey. Oh, das Spiel ist der Wahnsinn. Ich will auf jeden Fall irgendwann mal aus diesem Schrank wieder raus. Oh, den haben sie nett gemacht. Schön zugeschweißt. Nee, da nicht. Grau lackiert, rostig schon. Ich könnte auch noch so einen Spind gebrauchen zu Hause für meine kleine Messersammlung. Ja, ich kann jetzt nicht ewig hier drinnen bleiben. Das geht mir auf den Sack, ey. Hier in dem Zimmer ist jetzt nichts. Dreh doch. Und wer bist du? Wieso laufen die alle nackt hier rum? Und dann eine Machete, wo hat er die da schon wieder weg? Warte mal. Wer zumachen? Ich habe Schlüssel. Den hast du nicht. Okay. Oh, jetzt erstmal. Oh, guck mal. Frisch gestrichene Wand mit dem schönen Landschaftsbild, ey. Okay. Hier oben wird es ja richtig modern. Speichern. Okay, alles klar, wir müssen auf die andere Seite. Fahrstuhl? Führt er in die Hölle? Ich schätze, wir müssen in den Fahrstuhl. Nein, nein, ich wollte mich hier oben umstellen wie Batterien. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, Küche. Alter, das ist ein Klostergesang, ey. Was geht? Oh, braucht ein paar Tomaten. Nee, das sind Bienen, das sind Bohnen. Sagen das auch die Tomaten, und gestrüpp dran immer. Das Bild haben sie aber echt schlecht gemacht, muss ich sagen. Alter, dieses Musik, ne? Hier steht auch dieses schönes altes Radio. Davon haben sie wahrscheinlich erstmal. Heftig, Alter. Mal schönes klösterbräunliches Hofbräubier. Ja, du und deine schwulen Batterien, Alter, das ist echt nervig hier. Ja, man sieht auch nichts. Ist zwei Fenster, sind offen, geblitzt hat es auch, aber... Willst du uns was erzählen? Wieso läufst du nicht gleich nackt rum, Alter? Der hat auch schon wieder nichts an, ey. Die Leute, die haben es heute alle mit den Klamotten hier. Ich möchte dann auch frei nackt rumlaufen, da. Und irgendwann mal auf dem FKK-Strand, oder? Warte mal, was, ey. Aber vorher sollte ich gucken, dass ich da nicht mehr Single bin. Oh. Da hat aber einer den Arm verloren. Aber da war eine Batterie dabei. Das ist wenigstens schon mal etwas wieder 6. Oh, jetzt gehen wir einfach hier raus, weil hier scheint nichts mehr zu sein. Ich dachte, das wäre der Ausgang. Okay. Wow. Okay. Cool. Warte mal. Wir können hier oben hin irgendwo. Ach, schau einer an. Habe ich irgendwie das Gefühl, als müsste das so sein? Oder warum ist das so? Keine Ahnung, vielleicht werden wir ja gleich nochmal verfolgt. Da müssen wir auf jeden Fall, dass wir von hinten unter Automaten wieder rein können. So, jetzt bei den Aufzug. Oh, ich krieg mega Gänsehaut gerade. Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Okay, wo sollen wir den jetzt wieder finden? Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall drin. Die Frage ist jetzt, wo ist, könnte der Schlüssel sein? Das heißt, ich habe da irgendwas in dem Raum noch übersehen. Würde ich mal sagen, meinen jetzt, ja. Irgendwo... Ich habe zwar... Ach so, Moment. Batterie nicht gewechselt, Virus? Ah! Okay. Aber da oben ist ja nicht großartig. Das ist ja... Mal weg hier. Tasse... Zu. Er steht da hinten. Warum auch immer. Hier bin ich reingekommen. Das ist schon sehr merkwürdig hier. Er hat uns aber auch nichts zu sagen. Hey, du. Kann ich den nicht anticken oder so? Nein. Weiß ich, wir müssen hier irgendwie hoch. Okay. Ja, was mache ich jetzt hier? Oh Mann, okay. Was habe ich jetzt? Das haben sie echt realistisch gemacht, doch. Was mache ich jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Und? Wie geht's jetzt weiter? Ach so. Ja, aber, hä? Kopfdröhnung, pur gerade. Jetzt bin ich hier oben, aber was mache ich denn hier? Ist, irgendwie passiert hier nichts. Ich kann zwar hier rüber kriechen. Ja. Achso, er kriegt mit einem Knie und einem Fuß davor. Ja, da hat er sich jetzt abgeschützt. Was mache ich denn jetzt hier oben? Da hinten komme ich rein, aber hier ist ja nichts. Ich weiß nicht, wo ich den Schlüssel suchen soll. Die sind ja lustig, sind die. Ich kapiere nicht, was ich jetzt hier oben soll. Ist für mich ein bisschen gerade Spanisch Rico. Was bringt mir das, wenn ich da oben lang kriege? Nix. Da oben liegt auch nichts. Muss ich erst in den Keller? Grad, ich hätte gerade diesen Kettenwemser gehört, ey. Ich muss da hoch, aber da oben komme ich nicht weiter. Das heißt, ich muss erstmal hier... Er ist natürlich jetzt auch wieder weg. Tür aufmachen geht auch nicht. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal in den Keller. Komme ich auch nicht mehr rein. Ich habe oben nichts gefunden jetzt. Okay, ich bin hier eingesperrt. Also ich komme ja auch nicht hier nicht raus. Okay, wir müssen also nach oben. Also ich weiß nicht, wo ich da oben den Schlüssel finden soll, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob der Schlüssel irgendwo anders gewesen sein könnte. Ach, ist das ein Mist. Lüftungsschacht. Irgendwo offen. Nein, zu. Komme ich auch nicht lang. Auch zu. Scheiße. Spring doch. Spring tut er hier drinnen nicht. Ja, scheiße. Wo soll ich den Schlüssel denn finden, Mensch? Ihr seid ja lustig, ey. Machen wir mal zu. Vielleicht bringt das was. Vielleicht passiert ja gleich irgendwie was. Können wir nichts betätigen. Ja, auch nicht. Keine Batterie. Ja, mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich weiß nicht, da oben lang zu kriegen. Ich komme da oben auch nicht rein. Und ehrlich gesagt, kommt man da auch irgendwie, hat es keinen Sinn, da oben irgendwo was wie. Lüftungsschacht geht dahin. Geht da in die Wand rein. Kannst du mir nicht mal sagen, dass hier eine Tür ist? Ich sehe ja. Ja? Ja? Okay. Ich habe gefunden, wo es weitergeht. Ich weiß nicht, wie lange Oli hast du gebraucht, um hier lang zu kommen? Ich weiß, du wirst wahrscheinlich erstmal einen Outlast-Marathon machen, wenn du wieder da bist in deiner... Oh, Billardraum! Umschauen schadet nicht. Wir brauchen ja eine Batterie. Will einer Billard spielen? Ich bin gern zu einer Party bereit. Der betet nur den Fernsehen an. Ja, Fernseher ist wieder vom Aldi gesponsert. Wir sind ja, von da kommen. Gehen wir hier rüber. Hier ist ziemlich hell, da brauche ich keine Batterie. Okay. Wo bin ich hier gelandet? Wow, da geht ganz schön weit in die Hocke. Ich dachte, wir könnten... Ah, wir sind jetzt hier hinten. Ich lasse mal offen, falls ich gleich Besuch kriegen sollte hier. Von dem Dicken. Okay. Nirgendwo was, was wir mitnehmen können. Ist du nicht dumm? Aha, da wird dann noch einer. Wieso beten die alle? Also, der sieht ziemlich vertrocknet aus, wenn ich... Ja, den kannst du wegschmeißen. Schade. Die auch. Och, der hat sich seine Hose zurechtgelegt. Aber leider keine Batterie. Ja, ja, ist gut. Geh ja schon. Guck mal, die Pflanze sieht noch besser aus, ja? Die aber ziemlich hoch gewachsen ist, ja? Die haben wahrscheinlich viel Fruchtzwerge gegessen. Nee, das ist offen, das soll so sein. Ich guck mir. Ach, da ist was zu lesen dabei. Ich lese immer zwischendurch gleich mal Abspannung. Ah! Hey, yo, Captain Jack. Da, was ist? Nimmst du das jetzt mal auf? Danke. Ich muss aber 30 Meter rangehen. Ich bin ein unwürdiger Mitsteller. Was? Bittsteller. Der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen. Für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Krank. Also scheint das irgendwie so ein Opfergang zu sein hier, oder was? Ihr solltet hier abhauen. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, Leute. Ah, Batterie. Gut, bin ich zufrieden. Ja, ne, Batterie. Hoch komme ich auch nicht, ist verstellt. Kann man übersehen. Und jetzt überall in diesen Zimmern drin gewesen. Hier habe ich was zu lesen gefunden. Ja. Ich will auch nicht beim Beten stören. Das wäre ja unhöflich von mir. Ach. Warum steht er nicht? Aber ich habe so das Gefühl, wir müssen hier raus. Ich habe alles andere einmal ja nachgeguckt. Mega Gänsehaut, Alter. So, da sind wir gewesen, rausgemaulet. Ja. Hier sind wir reingekömmtet. Okay, dann müssen wir jetzt nach draußen. Ja, Freunde. Mit diesem Blick würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Ich gehe auch wieder ans Rendern dran. Ne? Und ja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Oder es muss ja halt cutten, dann geht es hier danach direkt weiter. Also Leute.